Und willkommen zu einem neuen Video. Seit langem mal wieder ein Manga-Update. Das gehört mit August, September, Oktober und von diesem Monat auch schon etwas mit dazu. Also vom November. Aber zu November werde ich nochmal ein extra Manga-Update machen. Aber ich werde die Mangas, die ich jetzt auch mit zeige, nicht mit hineinnehmen. Und ja, also ich zeige jetzt erstmal kurz die Tokyo Preview von den Mangas, die ich bekommen habe, als ich mal bei ihm bestellt habe. Und ja, ich bin echt im Überlegen, ob ich mir dann mal diesen Manga holen werde. Weil ich finde ihn echt interessant und mal gucken. Und hinten steht halt mir auch drauf, wann sie kommen. So, ich bin zu den Mangas. Einmal zu Black Ox Shooter. Den Manga habe ich mir im Oktober geholt. Und dazu sind noch Farbseiten, wie zum Beispiel auch hier so ein kleines Poster. Wo man auch sagen muss, der Manga ist allerdings anders als also die normale Serie und so. Aber ich finde es halt auch nicht schlecht. Ich habe den zwar noch nicht gelesen, aber ich kann mal nicht dazu. Und hier ist auch schon eine Farbseite. Also die Farbseiten sind mega. Und ein beginnt hier Manga. Also Black Ops Game Band 1. Und hier ist der zweite Band. Den habe ich mir allerdings über Spätdruck, also jetzt im November geholt. Und hier, das war auch mal wieder so ein kleines Poster dazu. Mal hinsehen. Boah, ich werde die Poster nie rausmachen. Ja, so viele Farbseiten gibt es doch gar nicht. Also, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde das sonst nicht mal sagen, weil es einfach mal ein kulturelles Update ist. Und, ja. Und dann habe ich hier eine, also Postkarten bekommen, das war mal von einem Tauschpaket. Ja, da waren so Sticker davon drin, wie man es sehen kann. Die fand ich echt mega. Da haben wir auch gesehen, dass ich Black Ops Shooter total liebe. Ja. Und ja. So, nochmal. Kicken Mania, gefährliche Leidenschaft. Ich muss das gerade nochmal rausmachen, weil mein Handy gerade abgestürzt ist. Also von dem Sinne von abgestürzt, es ist gerade auf den Boden geflogen. Und ja. Kicken Mania. Leider keine Farbseiten. Aber macht ja nichts. Ich habe den auch noch nicht so doll gelesen. Dadurch, dass ich auch noch keine Zeit hatte, aber ich habe jetzt ganz viel Zeit. Und ja, dann dazu einmal die Schokocard, die ich echt mega schön finde. Und mal sehen. So. Und schon die Schokocard raus. Ich habe die einfach so reingelegt. Kurz für die Aufnahme. QQ Sweeper. Leider hat es auch keine Farbseiten. Aber der Manga hat mich. Also, habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Aber ich habe so einfach mal durchgeblättert.
Und ja, ich freue mich auf jeden Fall die Mangatiere. Und dann einmal die Schokokart, die auch echt knuffig ist. So, dann einmal nochmal vom Tausch. Kurenai. Der Manga hat mich echt interessiert und auf jeden Fall ist mega. Mit, also Erstauflage sogar. Kann man das auch machen. Ja. Mit so kleinen Poster. Der läuft ja auch, glaube ich, bei Lizenz aus. Und mal sehen, ob ich es schaffe, mir noch alle Bände zu holen. Ansonsten muss ich mal sehen. Habe ich zwar auch nicht gelesen, kann es auch bewerten, aber der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dann habe ich auch nochmal hier drei Mangas, die ich beim Tausch bekommen habe. Einmal GD. Alle drei Bände, also ist mit drei Bänden abgeschlossen. Ein Ei von Emma Toyama. Für alle, die ich die sind drauf, genau, XXMe kennen, ja, ist echt nicht schlecht gemacht und ich bedanke ihn. Sagen muss, auch wenn es nur ist, sie kommt mir sehr bekannt, also sie sieht fast so aus wie ja, ich weiß gerade nicht ihren Namen, bei XXMe ihre Hauptfigur. Muss ganz ehrlich sagen. Und ja. Alles beides. Alle drei Erstauflage. Einmal hier, die ich auch gehört habe. Die Braut des Magiers. Dazu gab es ja einmal eine. Kannst du das erklären? Das hier. Also mit Grußkarte. Was ich cool finde von ihr. Ich finde das hier total cool. Also ich habe den zwar noch nicht gelesen, aber der hat mich echt toll. Also ich habe die meisten noch nicht gelesen. Von dem, was ich jetzt hier zeige. Und, aber ich kann ja auf jeden Fall jetzt schon erzählen. Ich habe die Leseprobe mal gelesen. Ich habe gerade nicht mehr dran gehört. So. Dann einmal ich mir auch noch gute. Attack on Titan No Regrets. Band 1 und der zweite Band habe ich auch hier liegen. Die Geschichte von Levi. Und hier Band 2 mit Poster, das zeige ich gleich nochmal. Sagen muss, ich weiß echt nicht, wie ich das aufhängen soll, aber ich glaube, ich werde das gar nicht erst aufhängen, weil mir zu schade drum und so. Ich kann mal sehen. Und einmal Attack on Titan, Before the Fall. Band 1, aber ich will mir noch die anderen beiden Bände holen. Ich mir aber auch noch holen werde, sind halt die ganzen, alle Attack on Titan Bände, die müssen einfach ran. Und dann hier, sie liebt gefährlich, den Manga habe ich, bin ich schon durch.
schon ein bisschen her. Und den kann ich echt nur empfehlen. Er ist auch echt spannend und ich weiß gar nicht, ob ich das von der WW gemacht habe. Ich glaube nicht. Ich kann sie gerne mal machen. Also ich freue mich einfach, wenn die zweite Band davon rauskommt. Und hier haben wir die Schokokarte dazu. Dann geht es weiter mit Küsse und Lügen. Band 1 ist auch mit 2 Bänden abgeschlossen. Ich habe nochmal nachgehört. Hat leider keine Farbseiten. Aber ich habe mir den Manga sofort durchgelesen und ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Band, weil ich finde ihn total spannend. Wenn ihr wollt, mache ich auch gerne zuerst mal ein Ersteindruck-Video. Und ja. Dann einmal hier die beiden Bände. Ich weiß nicht, wie abgeschlossen ist. Be My Slave. Band 1 und 2 hat leider auch keine Farbseiten. Das macht aber nichts. Und ja, das ist 1. Ich weiß zwar nicht, mit wie vielen Bänden das abgeschlossen ist. Aber ja. Und dann hier noch Band 2. Ich habe zwar auch noch nicht gelesen, aber ich finde ihn auch sehr spannend. Ich habe mal so ein bisschen weggeblättert. Wie ihr kennt immer. Und jo, ich habe hier auch noch so etwas dickere Mangas. Hier. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Von der Schwester ihrer Freundin. Keine Ahnung, wo sie die her hat. Auf jeden Fall finde ich diesen mega cool. Also diesen recht dick halt. Ich leg die jetzt euch in die Seite, weil die passt gerade nicht mehr. Kommt halt aufs Bild drauf. Was habe ich einmal auch was bei Neo Tokyo habe ich mal wieder aufgestellt. Okay, jetzt zeig mal die Süßigkeiten, die habe ich nicht mehr, die habe ich schon alle gegessen. Schande über mich. jo, einmal hier die Naruto-Flasche. Der ich immer zu Naruto-Flasche. Dann einmal von Sentimental Circus. Speaker. Ich finde die voll cool und habe mir die so bestellt, weil die so flauschig ist. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit meinem Manga-Update. Also es ist eigentlich schon recht viel dazu gekommen. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.